Wir haben nämlich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Wir haben darauf verzichtet, dass immer nur die reden, die eh schon immer reden, und haben uns im Bündnis, in dem Aktionsbündnis BRIT, dafür entschlossen, Schülerinnen und Schüler der Fritz-Kasen-Schule reden und ein Auszubildender der Deutschen Bahn AG, der in der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft organisiert ist, um auch nochmal zu zeigen, dass es nicht nur die Schule betrifft und nicht nur den Betrieb, sondern natürlich uns alle. Und ich würde gern, dass ihr mal ganz kurz zuhört und den jungen Menschen hier ein Ohr gebt, was sie zu sagen haben. Okay. Erstmal einen schönen guten Tag an alle. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin der stellvertretende Schulsprecher der Fritz-Kasen-Schule, mit. Und ich bin ja nicht nur als V-Vertreter hier, ich bin auch Anwohner und Jugendlicher, deswegen betrifft es halt uns alle. Aber jetzt erstmal zur SV. In der SV setzen wir uns jetzt schon seit längerem mit diesen Geschehnissen in der Gegend auseinander. Und wir fragen uns immer wieder, wie so etwas hier passieren kann in einer Gegend wie Britz, wo wir als Schule... Okay, gut. Ja, wo wir als Schule für demokratische Grundwerte vertrauen und Respekt gegenübereinander stehen. Wo bin ich? So. Wie kann es... Warum fällt das immer wieder aus? Wie kann es passieren, dass in einer solchen Gegend ein Schüler verprügelt wird? Danke. Nur weil er antidemokratisch äußert. Wie kann es in einer solchen Gegend passieren, dass ein Kinder- und Jugendhaus einfach niedergebrannt wird? Und aufgrund dessen haben wir uns als Vertreter der Schüler uns dazu entschlossen, mit Kreativität und Eifer dieses Bündnis zu unterstützen. Und so engagiert sich auch unsere Schule mit antifaschistischen Projekten, wie zum Beispiel heute Morgen das Treffen mit Sally Perell, einem Zeitzeugen, der uns wieder diese Zeit deutlich gemacht hat. Uns erzählt hat, was damals war, wie es damals passiert, was damals passiert ist. Uns das wieder vor Augen geführt hat. Genauso wollen wir auch noch das Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage im nächsten Halbjahr wieder starten. So wie wir es schon mal vor 2 Jahren gemacht haben und es genauer aufgreifen und die Schüler mehr dazu informieren und mehr mit den Schülern zusammen in diesem Bündnis arbeiten. Also nehmen wir dieses Bündnis als Startschuss, weitere gemeinsame Projekte und die Arbeit gegen antidemokratisches Denken in unserem Lebensraum fortzuführen. Gut. Danke dafür, dass ihr mir zugehört habt.